Der Game Boy ist die ideale Plattform für Puzzle oder auch Denkspiele, brauchen diese doch in der Regel immerhin keine herausstechende Technik, sondern lediglich eine einfache und gute Idee. Brain Drain verspricht schon in seinem Titel genau das. Aber was steckt dahinter? Was taugt Brain Drain für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien weltweit 1998 und wurde von Visual Impact programmiert und von Bandai bei uns veröffentlicht. In den anderen Regionen tat das arg leid. Wie jedes halbwegs gute Puzzlespiel verfolgt auch dieses eine recht simple Strategie, leicht zu erlernen, schwer zu meistern. Das Spielprinzip ist schnell zusammengefasst, es ist eine Art Schiebebild-Puzzler. Ihr habt immer ein Feld mit verschiedenen Symbolen. Oben in der linken Ecke wird euch angezeigt, wie das Endergebnis aussehen soll. Ihr könnt jetzt immer vier der Quadrate auswählen und diese drehen. Damit verschiebt ihr dann auch nach und nach die Symbole, bis sie der Vorgabe entsprechen. Dabei sitzt euch natürlich immer ein Zeitlimit im Nacken. Aber gute Nachricht, solltet ihr mal ein Rätsel besonders schnell erledigt haben, bekommt ihr quasi ein Leben geschenkt. Die einzelnen Rätsel gehen auch immer flott von der Hand und so werdet ihr schnell in einen Rätselrausch versetzt. Nur noch ein Level ist hier angesagt, also zumindest ging es mir so und ich halte normalerweise nichts von diesen Bilderverschiebespielen oder auch Minigames bei manchen Spielen. An Optionen wird euch hier auch etwas geboten, aber jetzt ist großartig Besonderes. Im Normalmodus löst ihr der Reihe nach verschiedene Rätsel. Die fangen natürlich erst einmal sehr leicht an, werden dann aber richtig knackig. Alle paar Level bekommt ihr ein Passwort, damit ihr auch später wieder dort einsteigen könnt. Außerdem gibt es ab und zu noch ein Bonus-Verschieberätsel, in dem ihr ein extra Leben verdienen könnt. Der andere Modus ist ein Wettrennen gegen die Zeit. Hier bekommt ihr zufällige Rätsel, die sehr schnell sehr komplex werden. Hier ist also eine schnelle Auffassungsgabe gefordert. Zudem könnt ihr auch noch in den Optionen euer Spielerlebnis etwas anpassen und so zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad anpassen. Technisch erwartet euch im Prinzip genau das, was ihr erwartet. Funktionale und übersichtliche Grafik gepaart mit einfachen Soundeffekten und einer vor sich her dudelnden Musik, wobei es von der leider zu wenig Variationen gibt. Aber das hier ist auch vollkommen okay, da es ja bei solchen Spielen jetzt nicht um eine große Technikpracht geht. Dafür gibt es aber einen schönen Rahmen bei der Super Game Boy Unterstützung. Was taugt Brain Drain für den Game Boy also heute noch? Ich war ehrlich gesagt sehr von mir überrascht, wie schnell mich das Spiel dann doch in seinen Bann gezogen hat. Ich mag eigentlich solche Verschiebespiele nicht, aber das hier hat mich dann doch überzeugt. Wenn man sich 2 bis 3 Methoden erarbeitet hat, fluppt alles wunderbar von der Hand. Von mir daher eine klare Empfehlung, wenn ihr über das Modul mal stolpert und es nicht viel kostet, könnt ihr hier nicht viel falsch machen. Das war der Test zu Brain Drain für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.